So, einen wunderschönen Examination Day Map 15. So, please, what? Genau doch. Nein, was mach ich denn da? Nicht Skype. Der kleine Schritt, danke. Ja, ich weiß ja nicht, wer gestern den Fehler gefunden hat bei Doom Eternal, hatte ich ja gesagt, ne, dass wir ein bisschen schief gelaufen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, der Speicherstand, den wir gestern genutzt haben, war recreated. Ich habe nämlich den alten Speicherstand gelöscht gehabt. Witzige Geschichte, normalerweise drückt man ja, wenn man hier auf Laden drückt, ne, also Load Game, dann drückt man jetzt hier auf Enter. Das Problem ist, wenn man jetzt von der Enter-Taste abrutscht und dieses Standard-Layout hat, dann kann man, wenn man zu weit rechts klickt, kann man die Entferntaste klicken. Was nicht schlimm wäre, weil er fragt ja generell ab, möchten Sie wirklich löschen? Das Problem ist, wenn man nur so leicht abrutscht und dabei die Entferntaste drückt und auch noch die Enter-Taste drückt und die in der richtigen Reihenfolge drückt, dann drückt man mit einmal Entfernen und dann Enter. Und damit ist der Bildschirm weg. Und genau das ist mir gestern passiert, als ich das hier starten wollte. Weswegen ich den alten Speicherstand hier laden musste. Den da. Und nochmal das alles, was wir gespielt hatten, nachspielen musste. Ne? Mal schauen, wie es aufgefallen ist. Wahrscheinlich so, naja, ich weiß nicht. Viele Hinweise dazu gab es ja nicht unbedingt, außer dass wir etwas andere Inventarmengen hatten. Wobei ich auch schon versucht habe, so nachzubilden, ne? Also ungefähr. Unser Leben war tatsächlich gleich. Aber halt die Boni, die noch in der Map verteilt rumlag, also die Munition, die man einsammeln konnte, da war vieles noch da, was ich im vorigen Run vielleicht schon eingesammelt hatte, weil da hatte ich nicht die Muße, hier alles nochmal zu gucken, was habe ich eingesammelt, was nicht, also habe ich einfach, ne, gespielt, wie es kam. So, egal, wie dem auch sei, wir sind auf jeden Fall hier. Examination Day 15, oder Map 15, mit Violet in Tactical Mode. Das heißt, wieder ein schön auf die Fresse hauen. Was ist denn hier los? Ach ja, das war ja diese komische neue Map. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Hier ist ein Pinky bei mir. Schieß ihn! Oder? Hey, war doch gerade ein Pinky. Ach komm. Und so, von hier kamen wir? Das war ja gerade das Ende der alten Map. Oh! Sind wir schon voll? Oh, ich habe tatsächlich wieder dieses komische... Ach nee, kommt. Ja, wie bereits, ne, gesagt, das hier wird leider dran glauben müssen. Schade eigentlich, aber gut. Was willst du machen? Dann musst du erstmal weg. Save your Internet. Genau. So, und damit bist du weg. So, sehr schön. Das verbraucht tatsächlich einfach das. Ich weiß nicht, ob in dem Moment der Chrome-Browser oder das Flash-Plugin, aber es sorgt halt unglaublich für Eingabe-Lags. Also nicht Lags, aber es stockert immer so. Und es ist nicht so, dass das Spiel stockert, aber wenn ich mich zum Beispiel rumdrehe mit der Maus, das ist, ja, das fühlt sich immer so ein bisschen so stockerig an. Und das geht schon viel besser. Komm nicht aufhören, ne? Da sind noch welche. Mach mich stolz. Wow. Wo ist der Typ, der auf mich geschossen hat? Ach, da hinten.
Headshot, Baby. Wow, ich hänge, Junge! Ist mein Freund tot? Scheint so. Rein, Pi. Ja, unser Freund ist wahrscheinlich tot. Ich höre ihn nicht mehr. Nein, das da. Okay. Wow. Stürzt mal bitte? Ernsthaft? Hier stehen Autos, Junge, die könnten hochgehen. Ah, klar, er kann auch durchs Auto durchschießen. Ja, leck mich doch. Ey, du musst doch verarschen. Sehr schön. Alter, wie der einfach durch die Fensterscheibe durchschießen konnte. Arschloch. Nochmal speichern. Und wo? Wo ist der Imp? Aber ich glaube, ich kenne die Map. Habe ich die echt doch schon mal gespielt? Oder was war das damals noch als so Test-Map, Demo-Map? Die kommt mir zumindest echt bekannt vor. Also ja, hier geht zumindest hier der Anfangsbereich hier. Mit die Straße. Hallo, ich bin's. Der Autobegutachter. Mhm, ihr Reifendruck ist in Ordnung. Okay, ich geh dann mal wieder. Tschüss. So, kann man hier hoch? Aha, ja, man kann hier hoch. Gute Frage, was bringt das? Außer Grafikfehler, danke. Hä? Please, what? Warum ist da jetzt eine Haustextur unten extra gemacht worden? Also es gibt zum Beispiel da unten auch? Was soll das bringen? Erstens mal findet sowieso überall die Texturen, ne? Also sehr, sehr schlampig. Also, wenn man hier schon raufkommt, dann sollten hier auf wenigstens überall Texturen sein, ne? Damit hier sowas nicht passiert. Und dann sind hier aber hier unten Texturen, die normalerweise eh keiner sehen würde. Warum? Warum macht man sowas? Warum gibt es sowas? Das ist nicht normal. Nein! Wir sind echt ein bisschen seltsam, ne? Na gut, okay, lassen wir das. Ich weiß nicht, wie lang die Map wird. Gerade 55 Gegner? Willst du mich verarschen? Und davon haben wir die Hälfte schon umgebracht. Irgendwie wird das wahrscheinlich doch eine sehr kurze Map. Hallo? Die Frage ist, wie gesagt, ob man hier noch weiter rauf kann. Aber hier, so wie hier alles fehlt, ich schätze mal, man soll hier normalerweise gar nicht hinkommen. Also entweder soll man hier nicht hinkommen oder der Bereich ist noch nicht fertig gemacht.
Aber hier gibt es extra eine Treppe dafür. Das kann er. Das kann doch hier Sergeant Mark Fordet doch nicht aus Versehen gemacht haben. Oder doch? Nein, nee, hier ist ein richtiger Aufstieg. Bescheuert, ey. Naja, gut, was soll's. Was soll's. So, hier kann man. Aber kann man nicht weiter? Damit wäre also die Frage, wo können wir weiter? Da geht's irgendwo hin, aber ich komme hier nicht lang. Hier auf der Seite ist gar nichts. Zumindest nicht, dass ich sehe. Außer der Textur, der Texturenfehler. Gut, geht's hier irgendwie weiter? Auch nicht. Hier stecken zwei LKWs ineinander. Ja, wobei. Hier geht's auch nicht weiter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hier. Habe ich den Aufstieg verpasst? Ne, da kann man nicht hoch. Ne. Hä? Nani? Ich guck mal, ob ich auf die Fahrzeuge raufklettern kann. Vielleicht muss ich das ja machen. Ne, ist ja eine legitime Art. Ich komme noch nicht rauf. Aber ich muss dazu sogar rauf, da oben ist was. Warte, ich hab so Schiss, dass die Autos explodieren. So, jetzt bin ich hier drauf. Und jetzt versuche ich nochmal von einem LKW zum nächsten zu springen. Es sieht sogar so aus, als wenn ich das schaffen könnte. Boah, Alter, mein Rechner heult schon wieder. Egal, da bin ich gut. Ja, da hinten geht's weiter. Okay, ich muss also wirklich Jandikamikaze-mäßig hier von einem LKW zum nächsten springen. Oha. Ich erinnere mich, hier gab es doch früher mal so eine Map. Da, oder war das genau die Map hier? Da war hier auch so ein kleines Ding, da konnte man irgendwo rein. Und dann war da irgendwo so ein riesiger Wohnwagenkomplex, der da einfach so rumstand. Und hier kommt man jetzt auch nicht mehr raus. Wow, ist also auch so ein Never. Ja, so quasi ein Escape Room. Guck mal, wie der rauskommt. ja. Nee, aber ganz früher so eine Stelle, die hätte ich glaube auch im Let's Play gezeigt gehabt. Da war auch so hier, ne? So mit. Da muss man irgendwo raufklettern. Und wenn man aber an der falschen Stelle runtergegangen ist, dann kam man in so einem riesigen Krater, der war wirklich so etwas so rund, ein bisschen, ja, also rund, man kennt dieses Rund aus Doom, ne? Also eckiges Rund. Der war relativ tief und in der Mitte waren einfach zigtausend Wohnwagen aufeinander aufgestellt. Also war quasi einfach nur eine Säule mit einer Wohnwagentextur, die sich immer wiederholt hat, klar. Wo ich mir auch mal so dachte, why? Soll das ein Gimmick sein? Soll das ein Easter Egg sein für irgendwas? Weil man kommt ja auch nicht mehr raus. So, wo ist der scheiß Imp hier? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Ja, da. Alter, wie konnte ich denn den. Boah, Alter, wie konnte ich denn den verfehlen, ey? So, wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall erinnert mich das genau daran. Ich würde mich aber gerne noch mal ein bisschen umschauen, weil jetzt auch schon wieder so, dass man hier lang kann. Ne, da komme ich nicht hoch. Ja, genau hier waren wir gerade drin. Boah, Alter, das schon, da fall ich gerade rein. Hä? Okay, hier kann man irgendwie nicht dran. Ne, hä? Hier ist irgendwie die Wand. Boop. Auch sehr seltsam. So, hier kann ich auch nicht. Ne. Na gut, dann gehen wir einfach mal runter. Und gucken mal, wo uns das Glück hier führt. Es müsste ja der Bereich sein, den ich jetzt mit dem Spider-Mastermind. Oder mit der Spider-Mastermind. Oha. Oh, Alter, die knallen alle die ganzen Autos ab hier. Oh, warum schießt du nicht? Warum hat der gerade nicht geschossen, Alter? Ich hab gerade eine linke Maustaste gedrückt. Schießprobe. Geht doch. Was ist da los? Meine Fresse. Oder war das gerade, weil es gerade in dem Moment genau so einen kleinen Mikro-Rogler gegeben hat?
Nein, nicht darunter. Bitte nicht runter. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann holen wir uns mal einen Gegner nach dem anderen. Ach, dieser scheiß Kaktus. Der ist so kacke. Ah, komm. Oh, jetzt kommt auch noch das Auto. Ich will nicht mehr leben. Hallo. Okay, dann kommt der erste. Und der zweite auch gleich. Und der dritte auch. Oh Gott, komm, da kommen gleich alle. Ja, ich hab ihn jetzt. Geht doch. Siehst du, genau so was laufen. So, da schießt schon wieder jemand was Blaues. Also ist der zweite Kakodemon wahrscheinlich auch schon aktiv. Und die Spinne auch. Aber die Spinne wurde gerade besiegt. Sehr schön. So. Von wem wurde die Spinne besiegt? Muss ja ein etwas stärkerer Gegner sein. Doch nicht. Warte, ich finde diese Textur hier so krank. Ja, da hat sich der Designer, ich weiß nicht, ob das direkt Sergei Smart war, also Sergei Smart. Ich versuche es immer deutsch vorzulesen, oder zu lesen, oder zu sagen. Ja, nee. Auf jeden Fall keine Ahnung, ob das Sergei Smart war, der diese ganzen Sachen hier texturiert hat. Ich glaube eher weniger, weil das wäre für eine einzelne Person ein bisschen schwierig. Kann natürlich auch sein, dass er die ganzen Texturen hier einfach aus dem Internet so gezogen hat, und sie hoffentlich auch. Ja, also Open Source Quellen, halt nicht Open Source, aber hier freie Quellen. GPL und so, ne? Kennt man ja. Aber auf jeden Fall, manche Texturen sehen schon echt nicht schlecht aus. Auf jeden Fall hat er die natürlich nachbearbeitet, zum Beispiel für die Animation. Aber auch da ist wieder die Frage, ob er sie nachbearbeitet hat oder ob er da Hilfe hatte. So, ja, zurück kommen wir nicht mehr, ne? Schade. Die ganze schöne Munition da vorne, das ist alles nicht mehr erreichbar. Scheiße aber auch. Ich hasse euch alle. Das alle Dreck. Eure Mütter hätten euch alle ersäufen sollen. Ah, hier kommt nicht das Wasser jetzt. So, wo war hier wieder ein bequemer Abstieg? Da links, glaube ich, ne? Ja, genau. So, da vorne müsste irgendwie ein Spider-Mastermind sein. Ich weiß noch nicht, ob ich gegen ihr kämpfe, oder gegen... Digga, da war doch gerade noch... Da war doch gerade noch was. Warum? Ich bin einfach durchgefallen. Ist doch keine Mathe-Pose, wo man durchfallen kann. Da, auf dem Vorsprung. Bin ich einfach durchgefallen. Ja, ist alles nur Optik. Da ist kein... Nee. Das ist aber nicht sehr nett. So eine gefährliche Gegend. Und dann ist das meiste noch ein Fata Morgana hier. So, hier kommt runter. Ja, genau. Da kommt runter mit einigermaßen wenig Schaden. Oh, sogar gar keinen Schaden, okay. Wow, nein. Digga, warum rutsche ich hier? Und jetzt? Gibt's hier noch eine Plattform oder muss ich jetzt einfach direkt runterfallen, ja? Ich falle einfach mal. Ah, sehr schön. Nice. Kein Schaden bekommen. Okay. Gucken wir uns mal um, was ist hier so? Hier ist gar nichts, okay. So, hier ist ein kurzer Schutthaufen. Das war mal eine Autobahnbrücke. Jetzt ist das sogenannte Abraum. Ich will hoch. So, wir müssen aufpassen, dass wir hier in den Bereich der Spider-Spinne kommen. So, gibt es denn da irgendwas? Ein Secret oder sowas? Nee, gar nichts. Ja, ich gucke mich immer ein bisschen mehr um. Erstens kenne ich die Map noch nicht, weil ist ja wie gesagt geteilt worden und fühlt sich hier alles anders aus. Ich meine, es ist so ungefähr genau der Teil, der bei der alten Map gefehlt hat, wurde ja aufgeteilt. Ne? Früher war da ja genau das, was jetzt hier ist, war ja früher noch in der alten Map drin. Und da kam jetzt das Spider-Mastermind, denn. Und danach kam dann das, wo man, ja. Egal. Von daher weiß ich schon ungefähr, was mich hier erwartet. Aber so im Großen und Ganzen kenne ich die Map noch nicht so wirklich. Und deswegen gucke ich mich erstmal ein bisschen um.
Zumal wir ja sowieso haufenweise, jetzt schon drei Viertel oder genau drei Fünftel der Gegner umgebracht haben. Sind also schon relativ weit. Oh, das geht nicht. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Fahrrakette findet es doch, ne? Ja. Das ist das Einzige, was ich an dieser, an diesem Hub hab. Also an diesem Interface hier, an dem. Ja, man würde jetzt sagen OSD, ne, Overscreen Display, nicht so mag. Dass man halt die Zahlen, weil die halt so grau sind, nicht so wirklich lesen kann. Ich meine, ich müsste mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt Anti-Aliasing abschalte, Quatsch, Anti-Aliasing, wenn ich dieses Filtering abschalte, dann wird es wahrscheinlich auch schon besser zu sehen sein. Das war nicht hier, doch, ja, hier, OpenGL, nee. Also jetzt ausgelagert. Siehst du, jetzt kann man die Zahlen noch wesentlich besser lesen. Ne? Jetzt kann man die Zahlen richtig wunderschön lesen. Deswegen spiele ich persönlich halt lieber hiermit, weil ich finde es halt so viel schöner. Ne? So sieht Doom aus. Und so spiele ich auch Doom für zu Hause. Für zu Hause. Ich bin ja zu Hause. Nee, wenn ich halt privat spiele. Ich alleine. Ohne Aufnahme. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass halt jetzt hier überall diese ganzen Kanten entstehen, ne? Ist zwar schon eckig, aber wo Ecken sind, gibt es auch Kanten. Und umso mehr Kanten sind, umso mehr Details gibt es quasi und damit wächst das Video halt einfach unglaublich groß an. Das versaut mir immer die Aufnahmen. Erstens stockert es dadurch in den Aufnahmen und zweitens sind die Aufnahmen halt, also die Aufgabedateien immer extrem riesig groß, was jetzt für mich persönlich kein Problem wäre, aber der Upload dauert halt immer so ewig lange und ja, das ist halt, nee. Deswegen müssen wir leider hier mit dem Filtering spielen und haben aber das Problem, dass man dadurch die Zahlen hier unten rechts nicht mehr lesen kann. Also man kann sie noch lesen, klar. 400, 600, 98, 98, 600, 100. Aber es fällt halt so, wenn man einfach mal so raufgucken, halt immer ein bisschen schwer. Ist halt ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Ist halt so. Okay. Wie gesagt, ich persönlich spiele, wenn ich privat spiele, komplett ohne Filtering. Also ohne diese ganze lineare Kacke. Sieht halt einfach scheiße aus. Man ist halt einfach so, ich meine, das hier ist jetzt kein Retro-Game, ne? Ist ja hier, Extermination Day ist ja aktuell. Brutal Doom ist auch aktuell. GZ Doom ist sowieso aktuell. Also, es ist eigentlich ein modernes Spiel. Aber es ist und bleibt halt irgendwie immer noch im Herzen Doom. Und Doom ist ein Klassiker. Und ein Klassiker, oder alle Klassiker-Games vor, weiß nicht, also quasi alles, was so vor Half-Life raus, vor Quake rauskam, war halt Software-Rendering. Und da gab es kein Filtering. Von daher ist es alleine schon aus der Devise immer schön wieder gutes altes Game zu sehen. So, da müsste jetzt die Cyber-Spider-Mastermind sein. Ich trau mich nicht. Digga, wir lesen Technical Vote und wir geben uns hier mit der Spinne ab. Das gibt's ja gar nicht. Okay, die Frage ist, rennen wir einfach durch oder versuchen wir es zu erledigen? Wir rennen durch. Nein, rennen doch! Warum ist er gerade nicht gerannt? Geht doch! Jawohl! Und jetzt hier hoch! Digga, wie geil ist das denn bitte? Nein! Das bleibt hier nur hängen, Alter. Scheiße, Alter. Wir haben einen Treffer, weil wir hier eigentlich kackbaum hängen geblieben sind. Das geht besser. Schaffen, ohne einen Schaden zu bekommen. Das ist jetzt meine Devise. Wir sind Weltmeister. Ja, das war ein bisschen zu nah, ich weiß. Ich hätte einen größeren Bogen um sich machen müssen. So, Nummer 1. Ne, ne, nicht speichern. Boah, nicht runterfallen hier. Jawoll! Booyah! Da! Hast du wohl so gedacht, ne? Miststeck. Du kriegst mich nicht. Du willst noch hier schön Arsch rausstrecken. Wo ist sie?
So, Arsch. Aua, hör auf, in meinen Arsch zu schießen. Oh, das war jetzt, ja, ich bin runtergefallen. Ja? Sowas kommt von Schadenfreude. Gut, okay. Lol. Weil ich meine, klar, ich hätte jetzt auch umbringen können, aber es wäre halt einfach Munitionsverschwendung gewesen, ne? Andererseits bekommen wir zwar jetzt noch, glaube ich, viel Munition. Aber es muss halt trotzdem nicht sein. Kommt alle her hier. Komme ich halt zu euch. Easy. So, das Zeug hier ist auch neu. Das Ding hier. Das ist auch nochmal so eine schöne Auffahrt, die hier rüber geht. Und das Witzige ist, ne, wir können das hier ganz mal verfolgen. Und wenn man das hier verfolgt, dann ist das hier nämlich. Wenn man das überlegen. Man kann, glaube ich, sogar durchlaufen, ne? Ja, doch, man kann durchlaufen. Und das finde ich halt geil. Das ist ein Detail, was neu hinzukam. Vor allen Dingen, man sieht halt einfach, es ist tatsächlich dafür gedacht, dass man das erkundet und hier langläuft. Und so eine Sache liebe ich halt wirklich. Aber eben, wenn ich das Ding kenne, dann heißt es ja, ich muss die Map doch schon mal gespielt haben. Alter Schwede, ey. Mein Gedächtnis ist auch schon ab und zu, ne? Ein bisschen schwer zu sehen. So, und hier sieht man, das ist genau die Autobahn, wo wir hätten einfach langlaufen können, wenn hier nicht alles runtergestürzt wäre. Genau von da hinten kamen wir nämlich. Das finde ich halt so absolut stylisch, dass halt hier wirklich die Autobahn, ich sag jetzt mal, ne, fortgeführt wurde. Ja, das... Ja, ne, ich weiß das. Ronny, bist ja dumm. Was ist denn jetzt so schön? Wow. Aber ich mag halt solche Sachen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Bei diversen Sachen. Wenn irgendwelchen Sachen Sinn gegeben wird. Wenn Sachen so. Naja, eine Background-Story sagt jetzt mal nicht. Aber, ja, wenn man einfach mal so sieht, ne? Aha, so war das. Lala. Deine Mutter, ne? Schwanger von mir. Und so. Ja. Ist halt stylisch. So, und hier kommt jetzt der böse Bereich. Da sind meine Leute. Da müssten jetzt hier gar keine sein. War hier nicht eine Einbuchtung? Da war noch eine Straße. Look, it's another Marine. Hey, buddy. Can you give us a hand here? We need a evacuated some civilization and the huge group of monsters coming. Ja, von wo denn? Also auf Deutsch. Schaut. Ein anderer Marine, also ein anderer Soldat. Hey, Typi, ja, Buddy, wie übersetzt man Buddy? Ist halt so ein Sprachgebrauch über uns, so Kumpel oder sowas. Hey, Typi, kannst du uns mal eine helfende Hand geben? Wir brauchen welche zum Evakuieren der Zivilisation. Und hier kommt eine große Gruppe von Monstern. Die Frage ist, wo ist sie, diese große Gruppe? Normalerweise war hier noch eine Straße. Alter, willst du mich verarschen? Das ist ein Cyberdemon mit drin, kann das sein? Ja, da ist ein Cyberdemon mit drin. Und der Cyberdemon ist auch noch der einzige, der lebt. Quick save. Ja, komm, schub den mal, wie viel hat der noch? Ach, Baum. Okay, gleich ist er weg. Thanks, Marine. There are without an unit. Was? Are you without an unit? Get inside and tell. Deine Mutter. Siehst du, Verwick hat meine Hilfe gebraucht, die hat alles alleine geschafft. Digga, aber wie geil war das gerade? Wäre die Wand auch so eingeschützt oder war das, weil ich gerade dagegen gelaufen bin? Oder weil ich halt nah genug dran war, sag ich jetzt mal. Vor allem, wenn die Wand doch geschlossen war, woher hat er gesehen, dass sie alle von da kommen? Vor allem, hier, ne? Das ist wieder so eine Sache, die hat keinen Sinn. Hier in dieser kleinen Buchtung, warum sollten hier bitte schon Monster drin sein? Hä?
Da wäre es doch für die Monster viel sinnlicher, hier zum Beispiel über dieses Ding runterzulaufen. Ich meine, so dumm sind die Monster nur auch wieder nicht. Aber nein, die haben natürlich alle schön da drinne gewartet. Auf mich. Ihr Erlöser. Leider konnte ich euch nicht retten. Nächstes Mal kämpfe ich für euch und nicht für diese Verräter. Ich hatte es nicht gewusst. Okay, gut jetzt. So, hier ist ein Schalter. Nein, kein Schalter. So, gibt's ein bisschen Shotgun-Munition? Leute? Hä? Wär's mal. Weil ihr so viele Weber nennt sie einfach. Oh mein Gott. Shotgun? Die hier? Da haben die ein Gerät dabei? Kann das Geräusch nur für Orten? Auf jeden Fall, wenn ich hier bin, kommt es aus der Richtung. Aber der Rechner ist es nicht. Wenn ich gehe, jetzt kommt es aus der Richtung irgendwo. Sehr seltsam das Ganze. Ey Leute, die Jungs haben ja Shotgun-Munition, ne? Hä? Hast du eine Shotgun dabei? Jetzt steckt dir gleich mal das Shotgun zwischen die, ist ja gut jetzt. Moment mal, warum bist du hier? Du warst gerade da. Moment mal. Er hat jetzt Zwillingsschwestern? Schieß nicht auf mich. Nein. Oh. Ich hab deine Schwester gefunden. Wie ist denn? Da. Ihr drei, kennt ihr euch? Noch einer. Ich muss noch ganz kurz mit einem sprechen. Psst, ey, psst. Ich glaube, das ist ja ein Klon-Center. Hier sind ganz viele, die gleich aussehen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Hey, ich habe Angst, Hilfe. Okay. Es hört nicht auf. So. You have to listen to me. This is not going to work. All of the asking as they were just for deine Mutter. You have your order, Charlie 5. Jetzt nur eine Schuss über der anderen. Ah, Shotgun-Munition. Sehr schön. Mann, wo gehören so? Danke. Hey, ich bin voll. Seid ihr nicht voll? Ach, Granatenfilms. Wow. Da draußen waren Granaten, sogar viermal die gleiche. Oder fünfmal. Ey, Granate. Jetzt meine Granate ist schon jetzt. Moment, gibt's hier nicht, ne? Nope. Nicht so. Na gut, haben wir halt eine Sache, die nicht ganz aufgefüllt ist. Enter the storage room to exit the level. Das ist ja gut jetzt. Wo ist hier noch der Captain? Da ist der Captain. Ist hier noch ein bisschen Option da? Hallo. Hey, ich kann einfach reinlaufen? Ja, lol. Ich dachte, ich muss erstmal mit dem Captain reden. Oder habe ich automatisch mit ihm geredet, weil ich so nah bei ihm war? Hä? Okay. Ich frag dich nach. Ich habe nichts gesehen. Keine Überlebenden. Was? Das sind nur Spikes, ich glaub's nicht. Boah, ich krieg Munition davon. Kann ich den Panzer hier auch zerstören? Ja, ne? Müsste eigentlich funktionieren. Vor allem, die sind so loyal, die wehren sich gar nicht.
Normalerweise müssten, sobald ich den ersten an... Was? Ich habe keine BFG? Hä? Wohin zielen die denn? Gerade hat irgendwo hin gezielt, das war irgendwie in die Richtung hier. Wow. Was ich gerade sagen wollte, ist, eigentlich müsste, sobald ich den ersten abschieße, müssten alle anderen mich sofort im Visier nehmen. Jetzt ist er gestorben. Warum stirbst du denn nicht? Bist du etwa eine für die Story wichtige Person, die immortal ist? Also, unsichtbar. Weil die hat doch keine Schadensanzeige. Jetzt habe ich aber bei den anderen gar nicht geguckt, ob die anderen alle eine Schadensanzeige haben. Ne, haben wir alle nicht. Ein Schwarzer. Ich hab sie alle umgebracht. Sie alle. Schau mich nicht so an. Ich hatte doch keine Wahl. Ja, gut. Selbst der kann sterben. Weil immer der eine sterben kann es ja irgendwie, ne, weil er ist ja so eine in der Story wichtige Person. Aber warum die Person da draußen nicht sterben kann? Wahrscheinlich ist sie auch irgendein Event ausgelöst, zum Beispiel, dass hinten die Monster kommen oder sowas, keine Ahnung. Okay. Ich hab sie alle umgebracht. Sie alle. Und jetzt schlaft mit mir. Das war ein Unfall. Okay, komm, lass mal das Ganze mal. ja. So viel zu dem Thema. Also, wir haben hier erstmal emotionstechnisch kaum was. Ja, wie gesagt, normalerweise war es so, dass ich mit dem Heini reden musste. Irgendwie ist das jetzt nicht mehr so. Von daher werden wir jetzt einfach mal diese Welt verlassen. Mehr gibt es ja eh nicht mehr zu tun. Na, also in dem Sinne, ja. Schüssel mit der Fussel. Oh, ein roter. Ah, hier gibt es gerade wieder Munition. Och nein, das ist jetzt nicht die Map, von der ich dachte, dass ich sie nie wiedersehen würde. Hallo? Leute, die Tür klemmt. Könnt ihr bitte jemand aufschieben? Ich hätte gerne... Okay, Feierabend. Das artet hier aus in Dummheit. Tschüss.